Die Reiche der Sterblichen werden stets von den korrumpierenden Mächten der Chaosgötter bedroht. Viele der Sterblichen beten Tsinch an, den Wandler der Wege. Dort trifft der wahrgewordene Wahnsinn auf das Land. Hoffnung mutiert zu kreischenden Schrecken und abscheuliche Bestien streifen durch die Gebiete. Die Bewohner verkommen zu grässlichen Wesen, deren Geist sich auflöst. Tsinch und seine Anhänger verfolgen mehr als nur die Reiche zu erobern, nämlich die Realität zu verändern und alles, was einmal einen Hauch Normalität besaß, zu einem unkenntlichen und verwirrenden Haufen zu verwandeln, der den Verstand in den Abgrund des Wahnsinns treibt. Der Plan dahinter ist, dass Tsinch mit seinen eigenen kristallinen Domänen ein aus Albträumen entstandenes Reich, die Reiche der Menschen, Elf und Duradin, verschlingen will. Der Gedanke dahinter ist, dass man auf der Seite der Sieger steht, statt auf der der hinters Licht geführten Seite der Verlierer. Denn niemand versteht die Manipulation und das Spinnen von Intrigen besser als Tsinch. In den Schatten der Zivilisation sind die Anhänger des Tsinch weiter dabei, an Stärke durch Falschheit und Illusion zu gewinnen, und ihr Weg ist dabei die Täuschung. Selbst die Städte Sigmas der neuen Ordnung sind auf Verderbtheit aufgebaut, und es grassieren geheime Gesellschaften und mörderische Kulte in Kellern und verborgenen Tempeln, die in Riten wahnsinnige Dämonen beschwören. Wenn der Aufstand der Arcanites zu den Waffen ruft, dann entbrennt die Pracht Tsinch, die Luft selbst, und wer sich ihnen entgegenstellt, steht roher Magie, heimtückischer Gerissenheit und der schlimmsten Art des Wandels gegenüber. Man hört nur ein leichtes Flüstern aus der Dunkelheit, dass der Wandel nicht zu stoppen sei. Warum ihm sich also nicht anschließen? Im Krieg stellt sich schnell heraus, dass die Feinde verdammt waren, bevor die erste Aktion ausgeführt wurde, wenn die gewirkte Magie die schreckliche Wahrheit enthüllt. Die Luft verfärbt sich in ein trügerisch schönes Rosa und ein weiches Himmelblau. Die Äste der Bäume verwandeln sich in schreckliche Tentakelarme. Der Boden gibt Mäuler mit rasiermesserscharfen Zähnen frei. Eine unnatürliche Magie für die Reiche der Sterblichen. Die Disciples of Tsinch haben sich für den Krieg versammelt und lassen die Wahrheit auf die Welt los. Die Reiche der Sterblichen gehören den Abkömmlingen des Chaos. Dabei sind die Anhänger Tsinch keine wilden Schläger, keine Söldner, noch einfache Krieger. Und nur selten benutzten sie Schwert und Bogen und verschmähen Kanonen und gar Gewehre. Sie scheren sich auch nicht um konventionelles Wissen über Kriegsherren oder Ähnlichem. Krieg ist für sie ein stetiger Wandel und dies trifft sowohl auf Fleisch als auch auf den Geist zu. Der Kampf wird auf anderen Ebenen ausgetragen. Auf der mentalen, der spirituellen und der physischen, die sich zu einem verwirrenden Ganzen vereinen. Die Disciples of Tsinch sind arkane Meister und das Wissen eignen sie sich durch lange Studien und diabolische Pakte an und ihr Verständnis über die Natur und der Sache so weit fortgeschritten ist, dass sie die Realität zu ihren Bedingungen formen können. Sie beschwören durch arhythmischen Gesang oder einer sorgsam geschriebenen Phrase Weihestöße, die das Fleisch von den Knochen brennen und Knochen schmelzen. Manch einer kann die verschwommene Vergangenheit erblicken oder in die Zukunft schauen, wo sie von den Zweigen des Schicksalsbaums, die sie nach ihren Willen gebogen haben, die Geheimnisse pflücken. Die natürliche Barriere zwischen der Welt der Sterblichen und der des Chaos hielten die Dämonen einst fern und es war ihnen nur vergönnt, durch die Fratalreflexion des Kristalllabyrinths auf die Sterblichen einen Blick zu erhaschen. Sie entdeckten 8 Realitäten, die sie im Namen des Wandels verderben und erobern wollten. Allerdings verwehrte ihnen der unnachgiebige Gott Sigma den Weg. So trugen sie ihre Schlachten für lange Zeitalter in den Reichen des Chaos aus. Dort maßen die dunklen Götter ihre Macht untereinander, während sie im Hintergrund bereits Pläne schmiedeten, die eines Tages ihren Einfluss auf neue Gebiete erweitern sollten. Doch die Dämonen des Tsinch sind kluge Planer und gaben niemals auf, die Realitäten nach dem Willen ihres Herrn zu verändern. Sobald der Gunst eines Sterblichen durch Zauber oder schamanistischen Riten die Grenzen der Realität durchdrang, stürzten die Dämonen auf sie ein und flüsterten korrumpierende Wahrheiten zu. Haben Ränkeschmieder durch einen erfolgreichen Plan einen Konkurrenten gestürzt, sammelten sie sich in den Schatten und unterhielten sich leise über unvorstellbaren Ruhm und Lohn. Sollte der Gewinner fortan der Finsternis in der eigenen Seele auf ihren natürlichen Wege folgen. Ein Gebet hier anfangs, ein arkanes Diagramm dort, nährte die Gier immer mehr, nach Tsinchs Gunst zu streben. In den hängenden Tälern brachten die besten Meteoromanten, Auroks, Opfer dar für eine Wesenheit, die als der launhafte Gott bekannt ist, und huldigten somit, ohne es zu wissen, Tsinch.
Die wohlbehüteten und privilegierten Bewohner an den Höfen von Prosperis waren von ihrem Leben so gelangweilt, dass sich einige den dunklen Künsten widmeten, um neue Gebiete in den Realitäten der Überlegenheit zu demonstrieren. Sie wurden belohnt mit mehr, als sie zu hoffen wagten, und verfielen dem Wahnsinn. Die Gelehrten, die sich nach Haishya in Hüsch trauten, beteten zum Himmel, um Klugheit und Kraft zu erhalten und von den komplexen Wahrheiten zu profitieren, die in ihrem Geist strömten. Tsinch war mehr als bereit, diesen Gebeten und Wünschen nachzukommen, aber nur gegen einen Preis, der gezahlt werden musste. Denn durch diesen Zufluss an Informationen stieg die Begierde, die dunkelsten und schrecklichsten aller Geheimnisse zu erfahren. Tsinch arbeitete auf vielen Wegen daran, Risse in die Realität zu bringen, die Gier der Sterblichen geschaffen hat, sei es durch eine Klaue, die durch über den Geist kratzt, ein starres Auge oder ein geflüstertes Wort. Die Reiche sind schrecklich und nicht wenige suchen ein besseres Leben, und auf deren Träumen fußen Tsinchs Taten. Die ersten Dämonen kamen dort ins Land, wo in den Beschwörungsstätten die Sterblichen versuchten, diese zu binden. Doch diese Beschwörungen sind nie ohne hohes Risiko, denn die Dämonen des Tsinch sind wahre Meister der Magie, und Magie fließt durch ihr Blut, bildet sozusagen den Stoff, aus dem sie bestehen. Jede Abweichung in einer Beschwörungsformel oder winzige Ungereimtheiten im Zauber, in Chaosritualen, werden von ihnen sofort bemerkt, und unterläuft so ein Fehler einem Möchtegern-Dämologen, ist das Letzte, was er sieht und hört, der Dämon, den er beschwören wollte, wie er wahnsinnig kichernd aus dem Ritualkreis heraustritt und auf ihn losgeht. Die Glücklichen dabei werden sofort durch das Warpfeuer verbrannt oder durch scharfe Klauen zerfetzt. Nicht so wie die anderen, denn sie werden Diener, statt wie gewollt Meister zu sein, und so werden ihre Seelen für alle Zeit den Launen jener unterworfen, die sie eigentlich beschwören wollten. Viele, die von Tsinch Macht wollten, erhielten schrille Mutationen und Veränderungen, die von Schuppen über Klauen oder Federn geht, die sie vor anderen durch Zauber verstecken, um im Verborgenen in Schreibhäusern, Schulen oder sonstigen Einrichtungen arbeiten zu können und durch ihre dämonische Gunst in der Gesellschaft aufsteigen und ihre dunklen Künste offiziell und unbemerkt den neuen Generationen zu lehren. Doch trotz Tsinchs tiefem Einfluss im Zeitalter des Chaos, vor allem im Reich des Metalls, hat ihm Sigmar die Herrschaft über Kamon verwehrt. Aber die Sprösslinge des Wandels der Wege erheben sich wieder. Tsinch begrüßt die Neugestaltung ganz scheich durch Nagas Reich des Todes, denn darüber hinaus schwappte eine Welle magischer Energie durch den Kosmos. Dass der Wandler der Wege seine Hand im Spiel hatte, bei der Ankunft des Arcanum Optima, ist mehr als stark untertrieben und sogar stark von der Magie profitierte, die in den acht Reichen bewirkt worden. Nie zuvor waren die Disciples of Tsinch ihrem Sieg so nahe, denn selbst wenn Sigmar Siege davon trug, spielte er damit seinem Feind in die Hände. Die Säulen des Fortschritts und die Zivilisation werfen lange Schatten, in denen Anarchie und Unordnung wunderbar wachsen und gedeihen können. Die gestaltgewordene Anarchie hat viele Namen, aber meistens wird der Gott als Wandler der Wege, als großer Verschwörer, als Architekt des Schicksals, als Herr der Geschichte oder einfach nur mit seinem gebräuchlichsten Namen bezeichnet: Tsinch. In erster Linie steht er für Magie und List, denn als Gott der Täuschung und Hexerei beherrscht er dies meisterhaft, und Verschwörungen auszudenken und hinterhältige Pläne zu schmieden machen ihm große Freude, egal ob sie schlussendlich gelingen oder nicht. Sogar unter den Göttern ist Tsinch der unerreichte Meister der arkanen Kräfte, denn Magie ist das mächtigste Mittel zum Verändern. Zu den anderen Chaosgöttern gehören seine Brüder Khorne, Nurgle und Slaanesh, und oftmals ist Tsinch auch im Bunde mit der seit neuestem zum Pantheon gehörenden gehörnten Ratte. Nur weil er auf List und Hexerei zurückgreift, bedeutet dies nicht, dass Tsinch sich nicht die Hände zum Krieg schmutzig macht. Er bevorzugt eher die Listigen und Manipulativen als die Starken und Gewalttätigen, wie zum Beispiel Khorne, der Enthauptungen auf dem Schlachtfeld bevorzugt, als ein mit Runen verzierter Dolch oder eine verborgene Tentakel, die zum Einsatz kommt, so wie Tsinch es liebt. Das Schlüsselelement ist der Prozess des Wandels, den er schätzt, und der Wandel von Leben zu Tod ist der sicherste. Der mystische Tod verleiht ihm Macht, und obwohl seine Anhänger das verbreiten, begreifen sie diesen Aspekt der Realität nicht. Die wahre Gestalt des dunklen Gottes ist eine befremdliche. Wandelnde Gesichter bewegen sich ständig auf seiner Haut, die jeden angrinsen und verhöhnen, der es wagt, ihn anzublicken. Spricht Tsinch, dann erscheinen und verschwinden diese Gesichter, und einige wiederholen dabei seine Worte mit kleinen, aber feinen Veränderungen.
oder geben verspottende Kommentare hinzu, die Zweifel an den ursprünglichen Worten hervorrufen. Durch seinen stetigen Wandel ist nichts an Sinch festgelegt und seine Ziele sind unsagbar vielschichtig und so undurchschaubar, dass die Sterblichen sie nie begreifen können. Seine Wichtigkeit und seine Macht war bei der komplexen Vernichtung der Welt, die war, maßgeblich und hat zusätzlich hunderte Welten ihrem Schicksal ausgeliefert und darüber hinaus die Realität in den Dimensionen, die ursprünglich seinen Willen unterzogen waren, komplett einstürzen lassen. Als hätte er darauf nicht genug Unheil angerichtet, wirft er seinen Blick mit seinen zahllosen Augen auf die Realität der Sterblichen und ihrer acht Reiche, mit denen er seine perfiden und manipulativen Spiele spielen kann und schon seinen Griff um sie legte. Trotz Sigmas Rückkehr in diese Reiche scheinen Sinchs ausgetüftelten Pläne Früchte zu tragen, da seine wachsende Stärke und die Schlachten der Reistorkriege dazu beitrugen. In den Tiefen von Sigmas Städten sind sterbliche Kultisten Sinch mit den geheimen Arbeiten daran, die ursprünglichen Ziele voranzutreiben, während Changor-Stämme uralte Orte der Reiche nach verlorenen Schätzen und mystischen Wissen durchsuchen. Bei Bedarf sendet Sinch seine in aller Pracht erscheinenden Dämonenscharen aus, um das Land mit glühenden Warpflammen des Wandels zu verwüsten. Die Chaosgötter stehen im ständigen Wetteifer und Kampf um die Macht in den Reichen der Sterblichen, und so kann es durchaus passieren, dass sich zwei bis drei Götter gegen einen verschwören, und dies kann sie zu einer Zusammenarbeit zwingen, jedoch nicht ohne eigene Pläne oder Vorteile daraus vorauszubringen. Allerdings beherrscht niemand außer Sinch das Spiel der Intrigen so sehr. Er freut sich daran, den melodramatischen Slaanesh zu verlocken oder den dauernd wütenden Khorne zu quälen. Wie jeder haben auch die Chaosgötter einen Erzfeind, einen Gegenspieler, dessen Vorgehen und Vorstellungen völlig konträr sind zu ihren. Im Fall von Sinch ist es der Herr des Verfalls Nurgle. Er erwies sich als bitterster Feind. Anders als Sinch und sein Streben nach Wandel, sieht es Nurgle ganz anders. Eine duldete Verzweiflung, die alles so akzeptiert, wie es ist. Ein Willen, nicht nur das Allgemeine zu nehmen, sondern sich auch noch daran zu erfreuen. Im Kampf zwischen beiden trifft somit der unaufhörliche Wandel des Sinch auf den Kreislauf der Beständigkeit von Leben und Tod des Nurgle. Sinch erfreut sich an ausgetüftelten Plänen, die von Intrigen nur so überlaufen, während Nurgles gezielte Zerstörung und das Hinnehmen der natürlichen Ordnung bei ihm Abscheu auslöst. Sie bekämpfen sich beide, wo sie nur können. Sei es um Grenzgebiete innerhalb des Reiches des Chaos, in Kriegen um Raumgewinn im Reich der Sterblichen oder in gelehrten Despoten und kultistischen Intrigen innerhalb der Städte Sigmas. Allerdings gewann Sinch in letzter Zeit die Oberhand. Im einst von Nurgle dominierten Land von Gyran konnte Kairos Fateweaver das zerfallene Reich von Bulgo zu Fall bringen und in Carmon konnte ein Kreuzzug des Sinch mit metallischen Transmutationen alles, was das Väterchen der Seuchen durch Krankheit verdorben hatte, sterilisieren und diesen Makel fast ausrotten. Aber die gewonnenen Schlachten gegen Nurgle bleiben nicht nur auf die Reiche der Sterblichen beschränkt. Denn in den Reichen des Chaos sind Sinch-Dämonen der Schlüssel zu den Siegen über die Chaosbrüder. Der Changeling selbst half den Blue Scribes, 7 Bücher mit Heilmittel gegen die Krankheit des Seuchengottes aus einem großen Kessel zu stehlen. Und an die Grenzen zu Nurgles Garten wurde der Sumpf der Zeitalter infolge der Kriege kristallisiert. Aber das Kräfteverhältnis verändert sich stetig, wie Ebbe und Flut. Nicht alles verläuft nach Sinchs Plan. Und kein Diener würde je erwähnen, dass es ein Desaster bei Lomnagini gab oder die Nacht der trüben Augen, in der zahlreiche Dämonen erblindeten, sodass selbst Sinch eine Zeit lang erkrankt war. Dieses Hin und Her um die Machtverhältnisse unter den Brüdern ist allen bekannt als das große Spiel und für Sinch ist es der schönste Zeitvertreib. Neben dem Amüsement, das er dabei hat, verschafft ihm dies jedoch auch sehr viele Möglichkeiten. Denn es ist ihm nicht alleine nur wichtig, seine Intrigen und Pläne voranzutreiben, sondern natürlich auch die Pläne seiner Brüder zu entlarven und undurchführbar zu machen. Sein undurchdringbares Geflecht aus Taten beeinflussen seine Brüder ständig. Im Reich des Chaos ist Sinch zu Hause und dort befeuert er die Kämpfe und Realitäten unter seinen Brüdern und dessen wird er niemals überdrüssig. Im großen Spiel war eine seiner bekanntesten und berühmtesten Taten, den größten Bloodthirster Scarbrand gegen seinen Herrn und Meister Khorne aufzustacheln, sodass er ihn angriff. Sinch hat es mit seiner Magie auch dazu gebracht, seinen ärgsten Konkurrenten Nurgle, dessen Garten zu kristallisieren, auch wenn nur wenige die wahre und ganze Geschichte dazu kennen. Selbst Slaanesh Gefangenschaft durch die Elf
Götter kamen durch Zinsch, Intrigen, und verwandelten den Sieg des dunklen Prinzen in eine seltsame Weise der Niederlage um. Die Kämpfe, die um das Reich der Sterblichen toben, bieten dem großen Spiel weiteren Zündstoff. Zins Machenschaften sind so komplex, aber nie einfach, und so können nur wenige diese Struktur nachvollziehen und erkennen. Und selbst dann scheinen sie widersprüchlich zu sein, denn Zinsch ist geduldig und kann sogar Jahrhunderte warten, bis seine hinterhältigen Pläne aufgehen. Und somit passieren in der Zwischenzeit gegensätzliche Dinge, die diesen Anschein wecken. Das Hinzufügen ausgeklügelter Pläne des Meister des Wandels verleihen dem Ganzen eine Unberechenbarkeit, die seine Gegner, die ihm zuvorkommen wollten, komplett irritieren und durcheinander bringen. Er webt seine Netze in den Reichen und seine Kundschafter und Gefolgsleute verbreiten an den Grenzen und in den Grundfesten der Reiche Sigmas Furcht und Schrecken und treiben alles in den Wahnsinn. Nörgel und Khorne legen diese Gebiete und Städte lieber in Grund und Asche, nicht jedoch Zinsch. Der Herr der Zauberei spielt ein langes Spiel mit ihnen. Komplexe und subtile Machenschaften sowie Gerissenheit und Manipulation ließen seine Macht in Sigmas Zivilisation aufblühen. Als die Anhänger Sigmas in die Reiche zurückkehrten, wurden ihre Ränge durch Zauber und Magie von Arcanites und Dämonen infiltriert und somit viele der neuen Städte manipuliert. Allen voran der Changeling, aber auch die anderen Kinder Zinsch und Schwindlerdämonen haben zahlreiche Gläubige Sigmas vom Weg abgebracht und ihre Gedanken ins Chaos gestürzt. Diese Dämonen haben neue Kulturen geschaffen. Hunderte von Sigmas Kulturen sind dem Zauber, dem Wandel, dem Wissen und schlussendlich Zinsch anheimgefallen und treu ergeben. Sie trieben ganze Rebellionen an. Überall erhoben sich Aufstände in vielen Städten und trieben ihre Herrscher in Zinsch Feuersturm des Wandels. Dort, wo es ruhig bleibt, trübt der Anschein die wahre Stimmung. Denn während augenscheinlich Loyalisten ihrem Weg nachgehen, wächst in ihnen die Häresie und Aufruhr und sie warten nur auf den richtigen Augenblick, um zuzuschlagen. Die Zeit naht, in der der Wandel beginnt, alles zu verändern und nach der Macht zu greifen und das Knäuel an verworrenen Plänen und undurchblickbaren Intrigen wird aufgedröselt und mündet im Triumph des Herrn der Manipulation, Zinsch.